Herr Scher, es gibt ja die ganz verschiedensten Fondue. Jeder Westschweizer Kanton hat sein eigenes Fondue-Rezept. Und die Walliser haben, wenn es mir recht ist, sogar drei verschiedene. Welches machen wir heute? Wir machen das neue Wulgen-Fondue. Ein altbekanntes, immer noch gut bewährtes Fondue. Was brauchen wir dazu für Käse? Wir brauchen Gruyère, Grenzenkäse. Guten, feinen Grenzenkäse. Und zwar einen, der gut gelagert ist. Auf das muss man immer schauen. Aber was kann ich sehen, dass ein Käse gut gelagert ist? Erstens schon die Rinde. Eine schön dunkle Rinde, dann am Teig vom Käse ein weißer Käse. Wie weißer ist, je besser, dass er gelagert ist. Und dann ein rezenter Käse. Da kann man es im Geschäft sagen, ich möchte ein probieren. Da soll er ruhig den Käsehändler vielleicht ein bisschen abschneiden und ihnen ein Stückchen zu probieren geben. Rezent muss er sein. Mhm. Das ist es wichtig. Ist gut gelagert, sehr scharf. Fein. Und dazu? Dazu gibt es Emmentaler-Käse, und zwar im Verhältnis 2/3. Grenzer und 1/3 Emmentaler. Und warum? Der Emmentaler muss doch so sein, weil man den rezenten Geschmack des Gruyère durch den Emmentaler, durch das bisschen Nussgeschmack, das Süße, den der Emmentaler hat, den Gruyère wieder ein bisschen zu dämmen. Wenn man aber zu viel Emmentaler nimmt, kann es so leicht Fäden geben. Ja, dann kann es leicht gummig werden, leicht Fäden geben. Darum nehmen wir das Verhältnis 2/3 zu 1/3. Das haben wir ja schon. Und zum Käse gehört der Wein. Was haben wir für Wein? Ein Wein, möglichst ein sauren Wein. Ein sauren. Ah, dann können Sie sogar einen billigen Kochwein nehmen? Ja, genau, der ist meistens ein bisschen sauer. Mhm. Weil der saure Wein tut den Käse gut verreissen. Gut, dass er nicht ballt. Ja, ja, macht noch richtig Brot. Ja. Jetzt machen wir ein Fondue für 4 Personen. Wir haben dort 400 Gramm Grenzer und 200 Gramm Emmentaler Käse. Also 600 Gramm, wir rechnen pro Person 150 Gramm im Durchschnitt. Ja. Für normale Essen. Und jetzt der Wein dazu, glaube ich, pro Person ein Glas? Nein, das ist eigentlich falsch. Ein Glas kann manchmal 1,2 Dezis sein, es kann 0,9 Dezis sein und so weiter. Richtig ist das Mass. Und zwar das Mass Becherli. Wir rechnen der Wein, die Quantität vom Wein, also im Verhältnis zum Käse und nicht zu der Person. Ja, richtig, jawohl. Wir haben 600 Gramm Käse, ergo brauchen wir 300 Gramm oder 3 Deziliter Wein. So. Dann noch die Frage, ob man das Gatelon ausreiben mit dem Knoblauchzeichen oder ob man den ganzen Knoblauch reinpressen sollte. Das ist je nach Wunsch. Will man den Knoblauchgeschmack ein bisschen intensiver, dann tut man ihn reinpressen. Wir wollen ihn aber nicht so intensiv und darum tun wir das Gatelon ganz einfach nur mit dem Knoblauch ein bisschen ausreiben. So. Und dann tun wir den Wein rein. So. Tun den Wein auf Platte. Die heiße Platte, wir haben die Platte schon ein bisschen heiß gemacht. Und dann kommt die Frage, soll man eigentlich den Käse sofort rein tun, mit dem Wein, kalt, und dann anfangen zu rühren, oder soll man den Wein zuerst aufkochen lassen? Ich bin dafür, dass man den Wein zuerst kocht. Und zwar aus dem Grund, weil man, wenn man kalten Wein rein tut und den Käse auch zugleich, hat man zuerst so einen Klumpen. Und ziemlich lang einen Klumpen. Und das ist psychologisch ist das ein bisschen penibel, weil dann die Hausfrau meint, jetzt ist es schon abgeheilt. Ja, okay. Ne? Du hast so eine lustige Kelle. Die Kelle ist eigentlich eine richtige Fondue-Kelle. Es ist wie eine Hand. Mhm. Und die ist viel, viel besser als die hier zum Beispiel. Da geht der Käse und der Wein ein bisschen durch die Zinken durch. Ne? Das ist ja wie bei Milch. Das ist das Eiweiß vom Wein, das schummig wird. Also ich habe nicht gewusst, dass Wein Eiweiß hat. Das ist einfach fast etwas Gesundes. Jawohl, genau. So. Man kann aber auch noch rühren mit einer Gabel, oder? Viele Leute rühren mit Gabel. Mit der Gabel, rühren. Also mit der Fleischgabel kann man rühren, selbstverständlich. Es gibt Leute, die mit dem Schneebesen rühren. Es gibt Leute, die mit der anderen Kelle rühren. Ich glaube, das Rühren hat keinen Sorgen. Natürlich hat es einen Einfluss, mit was man rührt. Hauptsache ist eben, dass man überall rührt. Und zwar in achter Form. Dass es überall durchgeht. Dass man nicht einfach nur in der Mitte rührt, sondern dass man überall durchgeht. Mhm. Sehen Sie, damit man probiert, jetzt den Käse und den Wein miteinander zu verbinden, also homogene Masse zu machen damit. Kleine Zwischenfrage, habt ihr jetzt immer noch das starke Feuer vom Immer noch starke Feuer, jawohl. Mhm. Ja. Das soll so sein, denn der Käse und der Wein soll jetzt richtig kochen. Jetzt haben wir aber immer noch ein bisschen Gummi, wie man dann sagt. Es ist noch nicht homogen und das ist immer noch das Zeichen, dass wir also zu wenig durchgekocht haben. Da hat es auch wieder einen Haufen Leute, die meinen, sie müssen jetzt schon
das Bindemittel drin tun. Auch wenn der Käse noch nicht mit dem Wein richtig vermischt ist. Aber das Bindemittel muss drin, oder? Das Bindemittel muss drin, ja. Und was haben wir da? Mehl? Mehl ist falsch. Mehl würde ich nicht nehmen, denn erstens tut man ja immer riskieren, dass man mit Mehl, wenn man es nachher später einrührt, Knöllen macht. Ach, das ist also der Grund, jawohl, warum das Fondue so manchmal und, ja, Knöllen überkommt, weil man einfach Mehl nimmt. Jawohl. Und andererseits haben wir ja das Mehl, müssten wir 10, 15, 20 Minuten kochen, bis das Mehl richtig durchgekocht ist. Sonst würde man ja das Mehl nachher so spüren im Fondue. Mhm. Nein, es gibt feinere Sachen zum Binden, zum Beispiel Korn. Stärke. Maisstärke. Ja, Maismehl oder ja. Maisstärke oder Kartoffelstärke. Aber ich würde Maisstärke den Vorzug geben. Ja, wir nehmen, jetzt sehen wir gerade, wie das Fondue Konsistenz hat. Es hat eine gute Konsistenz. Wir müssen nur ein künftiges Kaffeelöffel dazu nehmen. Und wenn es dünn wäre, würde ich jetzt einfach zwei nehmen. Dann würden wir zwei nehmen, ja, oder anderthalb. Und das tun wir gerade mit Kirsche ein bisschen. Ja. Anrühren. Und zwar gehen wir nicht nach Westschweizer Art mit dem Kirsch, dass wir pro Person ein Gläschen Kirsch nehmen, schon ein bisschen mehr, doch. Also ein Südweinglas Kirsch, ja. Sondern wir bleiben auf Deutschschweizer Art, dass wir nicht ein Fondue au Kirsch haben, sondern ein Fondue mit Käse mit einem ganz leichten Kirscharoma drin. Und das ist sicher ein grosser Unterschied. Das löst sich sehr so, gut. Jetzt habe ich eine schöne Masse. Sehen Sie, schön homogen. Und jetzt könnte man schon bereits das Bindemittel geben. So, jetzt muss ich etwas schnell rühren. Tun aber jetzt auch wieder, sehen Sie, ziemlich lang rühren, bis sich das Bindemittel so richtig vermischt hat und bis das Bindemittel auch seine Wirkung kann entfalten. Und das kann es in Gottes Namen nicht in 2-3 Sekunden, sondern da muss ich auch wieder schauen, dass ich eine Minute kann rühren kann. So. Und jetzt, glaube ich, haben wir es soweit, sehen Sie? Ja. Ja. Soll ich von der Gacklo anziehen? Ja, gern. Das Röschel. Das Röschel, ja, Entschuldigung. So. Immer noch. Das brennt, ja. Das brennt, ja, ja. Wie gross die Flamme muss sein und so? Die grosse Flamme zuerst, wenn wir die grosse Flamme haben. Mindestens bis das Fondue so zu 2/3 gegessen ist. Eine grosse Flamme, das ist auch wieder sehr, sehr wichtig, das zu wissen. Eine grosse Flamme. Und jetzt müssen wir natürlich schauen wegen Würzen. Nur Würzen kommen nicht von ungefähr, sondern da muss schon der Hausherr oder die Hausfrau mal zuerst ein Stückchen nehmen. Ich finde, ich probiere es nicht. Und schauen, wie das ist. Braucht es vielleicht noch ein bisschen Salz oder braucht es noch Pfeffer, braucht es ein bisschen Paprika und so weiter und so weiter. Wollen Sie probieren? Ja, gerne. Ja? Mhm. Ein bisschen Pfeffer? Mhm. Ja. Schwarze Pfeffer nimmt man da. Schwarze. Und ein bisschen Muskatnuss? Ich glaube, das wäre auch noch gut. Ja. Ein bisschen Muskatnuss. Würden Sie ein bisschen Paprika noch bitte? Es sieht zwar ein bisschen rot, aus. Nicht? Ja, aber es sieht schön aus. Oder ein bisschen von dem, ein bisschen Streuwürze noch. Mhm. So. Und dann darf vielleicht ich einmal probieren. Ja. Ja. Jetzt sucht mir plötzlich der Gruyère gar nicht mehr rezent wie vorher am Stück. Schauen Sie, das hat eben jetzt der Emmentaler. Sie mildern Einfluss. Ja, sie mildern Einfluss. Ja. Mit dem feinen Aroma, den er hat, seinen Haselnussgeschmack, den er hat. So. Ist aber heiß. Ja, das soll man heiß essen. Das ist eine der wichtigen Sachen. Heiß essen. Ja. Sonst, wenn man das halbe verkalten lässt, dann meint man ja, es sei gummig. Der Käse sei schuld. Aber meistens sind die Leute selber schuld. Weil es unterdessen. Das ist jetzt auch. Ist gut, ne? Mich tut sehr gut jetzt. Ich glaube nicht, dass wir etwas anderes reintun. Jetzt vielleicht noch zwei Worte über das Fondue essen. Es ist wichtig, dass jedes, das das Fondue mithilft, essen, jedes Mal wieder gut rührt da drin. Jawohl, genau so. Also nicht damit nur damit das Fondue homogen bleibt. Oder? Mhm. Ja.